Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich bin hier wieder mit der XXL-Königin. Hallo! Und die hat immer noch keinen richtigen Namen, also außer vielleicht Barbie oder XXL-Königin oder XXL-Barbie, Prinzessin. Ich habe schon verschiedene Sachen gesagt, aber die hat keinen richtig schönen Namen. Und deswegen hatte ich euch in meinem letzten Video gefragt, wie sollen wir die Königin nennen? Da kamen einige Vorschläge von euch und viele von euch haben dann Daumen nach oben gegeben für die Vorschläge. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben die meisten für Alessia abgestimmt. Ich finde, das ist ein sehr schöner Name und ich finde, der passt auch irgendwie ganz gut zu unserer Königin. Deswegen wird sie ab jetzt Alessia heißen. So, ich hoffe, du bist damit einverstanden, Alessia. Oh ja, Alessia ist ein toller Name. Okay, super. Dann ist das jetzt die Alessia. Und damit wir den Namen auch nicht vergessen und damit auch jeder direkt sieht, wie Alessia heißt, habe ich hier Buchstabenperlen und ich werde ihr eine Alessia-Kette basteln. Alessia. Und das Ganze fädle ich jetzt auf ein Gummiband auf. Mal schauen, ob ihr die Kette passt. Ja, das sieht doch super aus. Dann werde ich noch hier einen Knoten reinsetzen. Natürlich so viel Abstand lassen, damit sie die über den Kopf ziehen kann, die Kette. Und dann schneide ich hier noch die Enden ab. Und dann hat unsere Königin eine schöne Alessia-Kette. Ja, dann werden Alessia und ich uns jetzt verabschieden von euch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr coole Ideen habt, wie ich vielleicht nochmal die Haare von Alessia frisieren soll oder ob ich ihr vielleicht mal eine kleine Blumenhaarkrone basteln soll. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare oder vielleicht fällt euch sonst noch irgendwas Schönes ein, was man so mit Alessia mal unternehmen könnte. Gerne in die Kommentare, sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!